Es ist endlich geschehen, das ARK Dino TLC Update Phase 2 ist auf Steam veröffentlicht worden und damit haben einige der beliebtesten Tiere in ARK Survival Evolved neue Fähigkeiten sowie ein neues Aussehen erhalten. Viele der altbekannten Tiere sind jetzt noch cooler geworden und viele Tiere, die vorher keinen so richtigen Zweck erfüllt haben bzw. tatsächlich im Gameplay zu schwach gewesen sind, haben jetzt neue Fähigkeiten erhalten, um sich besser gegenüber anderen Kreaturen durchzusetzen und eine spezielle Rolle im Spiel einzunehmen. Und in diesem Video zeige ich euch die Veränderungen, die das TLC-Update Phase 2 mit sich bringt und erkläre euch, wie ihr die neuen Fähigkeiten einsetzen könnt, die das Update enthält. Schauen wir uns zunächst eine kleine Übersicht an, welche Tiere in diesem neuen TLC-Update Phase 2 verändert wurden. Das sind zum einen der Argentavis, der Parasaurus, der Raptor, der Sarko, der Spinosaurus und der Triceratops. Visuelle Veränderungen an den Modellen und Texturen haben vor allem der Argentavis, der Raptor, der Sarko, der Spinosaurus und der Triceratops erhalten. Während der Parasaurus tatsächlich immer noch das alte Modell ist, der hat dagegen nur neue Fähigkeiten bekommen. Und wo wir gerade beim Parasaurus sind, schauen wir uns doch gleich mal an, was der alles so Neues kann. Früher hat man einen Parasaurus gerade im Early Game, wenn man gerade auf die Map kommt, gezähmt. Einfach nur, damit man einen Bärensammler hatte und etwas, womit man sich schneller fortbewegen konnte. Diese Rolle erweitert sich jetzt deutlich, denn der Parasaurus kann jetzt außerdem mit einer Spezialfähigkeit, die man über die rechte Maustaste auslösen kann, Gegner lokalisieren. Die werden dann im HUD markiert mit roten Punkten. Und dadurch kann man im Unterholz immer sehen, wo sich Gegner befinden. Auch Gegner, die man vielleicht zunächst gar nicht gesehen hat, weil sie sich einfach gut verstecken. Darüber hinaus hat der Para jetzt auch die Fähigkeit, eben genau diese kleinen Gegner, also zum Beispiel Dilos, Kombis oder andere kleinere Tiere, die deutlich kleiner sind als er selbst, mit einem speziellen Ruf, der auf der Taste C liegt, verscheuchen zu können. Das ist ziemlich cool, weil wir alle kennen ja im Early Game Situation, dass irgendwelche Dilos auf einen zukommen und so kann man halt schnell auf seinen Parasaurus, drückt schnell C. Haha, ja genau, lauf doch weg, ihr kleinen Schweinchen. Darüber hinaus hat der Parasaurus jetzt auch über das Interaktionsrad einen neuen Unterpunkt und zwar Alert Settings. Dort könnt ihr einstellen, ob er sich beispielsweise im Turret Mode befindet oder ob er Gegner automatisch spotten soll, ohne dass ihr das über die Tasten befindet. Das ist ziemlich nützlich, so könnt ihr quasi eine Art Alarmanlage aufbauen, die sogar mobil ist, die ihr mobil positionieren könnt, wenn ihr zum Beispiel mehrere Parasaurier habt. Der Para ähnelt damit jetzt auch sehr dem Tripwire-Alarm und es ist jetzt dadurch quasi möglich, ihn als Alarmanlage einzusetzen. Das ist eine sehr spezielle Fähigkeit, die den Para jetzt deutlich nützlicher macht als nur zum reinen Bärenfarmen. Apropos Bärenfarmer, da kennen wir doch noch einen und zwar den Triceratops. Der hat sich jetzt auch ganz schön verändert. Zum einen hat der Triceratops eine Charge-Attacke bekommen. Wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt hält, dann lädt der Triceratops quasi eine Energieleiste auf. Sobald ihr die rechte Maustaste dann loslasst, fängt er an zu laufen. Kleine Dinos werden dabei aus dem Weg gestoßen. Die fliegen dann einfach so weg. Ja, Dilos zum Beispiel, die werden einfach weggeschubst. Und große Tiere werden, wenn sie von der RAM-Attacke dann getroffen werden, zusätzlichen Schaden erleiden und außerdem auch noch Verletzungen davon tragen. Man sollte hier allerdings noch aufpassen, denn auch auf einem Triceratops kann man immer noch von den neuen Raptoren runtergegrabt werden. Ah nein, Schweinerei, lass mich los, lass mich wieder auf meinen Trike rauf, nein! Außerdem erhält der Triceratops jetzt auch einen sogenannten Rivalry-Buff. Diesen Buff erhält der Triceratops, wenn er sich nahe bei großen Fleischfressern befinden sollte. Und dieser erhöht das Leben um 10%, reduziert den Schaden, den der Triceratops bekommt und erhöht den Schaden, den der Triceratops austeilt. Damit ist aus diesem relativ langsamen und eigentlich relativ uninteressanten Tier, abgesehen vom Bärenfarmen, plötzlich ein richtig guter Kämpfer in der Welt der Pflanzenfresser geworden. Gerade auch diese Möglichkeit zu rammen und Anlauf zu nehmen und schneller zu rennen, ist wirklich eine Fähigkeit, die dieser Trike dringend gebraucht hat. Gerade eben haben wir es schon gesehen, auch der Raptor hat neue Fähigkeiten erhalten, zum Beispiel die lange erwartete und endlich umgesetzte Pounce-Attacke, das heißt, der Raptor
Raptor kann auf kleine Ziele, die nicht größer sind als er selbst, draufspringen und sie sozusagen am Boden festhalten. Man muss hier allerdings sehr genau zielen und im richtigen Moment die rechte Maustaste drücken, damit das Ganze auch funktioniert. Hat der Raptor dann das Ziel am Boden festgehalten, dann springt der Charakter automatisch vom Raptor ab. Man kann jetzt hier aber zum Beispiel auch wieder auf den Raptor draufspringen und dann das Ziel vermehrt angreifen, wenn es am Boden festgehalten wird, indem man währenddessen die linke Maustaste drückt. Außerdem erhalten sowohl wilde als auch gezähmte Raptoren endlich auch einen Pack-Bonus sowie einen Pack-Buff. Diesen löst man aus, wenn man mehrere Raptoren besitzt und C drückt. Daraufhin erhalten sie erhöhte Schadenswerte, einen erhöhten Movement Speed sowie eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Dieser Buff hält allerdings nur 45 Sekunden an. Insgesamt auf jeden Fall sehr coole Änderungen. Jetzt hat man gegen einen Rudel Raptoren natürlich kaum noch eine Chance. Die Raptoren sind trotzdem deutlich stärker geworden und sind jetzt endlich auf Augenhöhe mit Wölfen und Katzen zum Beispiel. Als nächstes kommen wir zu einem Tier, das ich selber im Let's Play in diesen ganzen 1000 Folgen selber total vernachlässigt habe, weil ich einfach nie eine Notwendigkeit gesehen habe, eins zu zähmen, und zwar das Sarcosuchus, das Riesenkrokodil. Früher waren Sarcos nicht wirklich zu irgendwas zu gebrauchen, es sei denn, man wollte sich unbedingt schnell durchs Wasser bewegen. Doch das ändert sich nur mit diesem TLC-Update, denn der Sarco hat jetzt endlich eine Spezialfähigkeit erhalten, und zwar die Todesrolle. Wie Krokodile im Real Life kann der Sarco sich um seine eigene Achse drehen und damit deutlich mehr Schaden, insbesondere bei kleinen Tieren, verursachen. Ein ganz gewaltiges Manko beim Sarco war ja zum Beispiel immer, dass er sehr schwerfällig gewesen ist an Land, dass er sich nicht schnell drehen konnte und im Wasser einen großen Wendekreis hatte. Das ist jetzt vorbei, wenn man mit dem Sarco in eine bestimmte Richtung schaut und in diese Richtung einen Angriff mit Linksklick durchführt, dann dreht der Sarco sich auch sofort in diese Richtung. Das heißt, man kann auch Ziele angreifen, die sich hinter dem Sarco befinden und ihn gerade von hinten angreifen. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, dass man sich quasi um 180 Grad drehen kann. Piranhas ergreifen beim Anblick des Sarcos nun die Flucht. Außerdem kann man sich auf den Rücken eines Sarcos stellen und den quasi als Floß benutzen. Man springt jetzt nicht einfach von dem Rücken ab, wenn man den Sattel verlässt. Natürlich behält der Sarco auch seine hohe Bewegungsgeschwindigkeit im Wasser, die ist sogar noch etwas erhöht worden, er bewegt sich jetzt noch schneller durchs Wasser und mit diesen Fähigkeiten ist er jetzt auf jeden Fall wieder richtig gut dabei und kann auch wieder ein bisschen mitmischen und wird jetzt tatsächlich auch mal zum Zähmen wirklich interessant. Das nächste Tier, das große Verbesserungen erfahren hat, ist der Argentavis, unser aller Lieblingsflattervieh in Ark Survival Evolved. Neben dem viel cooleren, etwas ausgefranst wirkenden, geierartigen Aussehen und den coolen neuen Bewegungsanimationen, die viel vogelartiger und geschmeidiger rüberkommen, hat der Argentavis jetzt außerdem die Fähigkeit, nicht mehr nur ein Tier zu grabben, sondern gleich zwei. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr C drückt, ein Tier mit dem Schnabel des Argentavis zu grabben, und wenn ihr die rechte Maustaste drückt, könnt ihr zusätzlich noch ein weiteres Tier in die Krallen des Argentavis aufnehmen. Das Ganze funktioniert wie üblich natürlich nur mit Tieren, die kleiner sind als der Argentavis. Trotzdem ist das ziemlich nützlich, wenn ihr zum Beispiel mit vielen kleinen Tieren zu einer anderen Location ziehen wollt und ihr habt gar nicht die Möglichkeit, die sonst zu transportieren. Dann geht das mit einem Argentavis jetzt deutlich schneller, einfach weil ihr zwei Tiere gleichzeitig durch die Luft transportieren könnt und nicht mehr nur eins. Der Sattel des Argentavis funktioniert jetzt als mobile Crafting-Station. Das konnte ich hier leider noch nicht testen, weil das bei mir irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Da war keine Möglichkeit gegeben, im Sattel irgendwas zu craften. Wenn der Argentavis jetzt Schaden genommen hat, habt ihr die Möglichkeit, tote Tiere, die nicht von euch selbst getötet wurden, aufzuessen und einen Lebensregenerationsbuff zu bekommen. Außerdem wurde der Argentavis jetzt noch mehr spezialisiert auf seine Rolle als Transporttier. So wurde das Gewichtsverhältnis bei bestimmten Ressourcen, zum Beispiel Obsidian, Metall, Metallbarren oder Polymer und Steine, um 50% reduziert. Das heißt, ihr könnt von diesen Materialien die doppelte Menge im Argentavis mitnehmen als vorher.
Damit tritt ein gut gelevelter Argentavis tatsächlich in direkte Konkurrenz mit dem Cats, der jetzt insbesondere im Singleplayer vielleicht auch nicht mehr ganz so attraktiv ist. Der Argentavis ist tatsächlich jetzt eine gute Alternative, um große Mengen an Material gerade von Bergen zu transportieren. Und gerade im Singleplayer kann es ja auch sehr aufwendig sein, für diesen Zweck extra einen Cats zu zähmen. Da kann man sich die Mühe eigentlich jetzt sparen und direkt einen Argentavis benutzen, der auf Gewicht geskillt wurde. Der große Vorteil hier ist eben auch, dass nicht nur die Rohstoffe wie Rohmetall, sondern auch verarbeitete Materialien wie Metallbarren ebenfalls von diesen Veränderungen beeinflusst werden. Das heißt, man kann sowohl das Rohmaterial als auch das Endprodukt transportieren, was auch ein großer Vorteil ist. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass der Argentavis jetzt auch schneller ist als sein Cats. Und nun, meine Freunde, kommen wir zu dem wahrscheinlich größten Highlight des TLC-Updates, Phase 2. Ein Tier, das schon lange für Kritik an seiner Umsetzung in Ark gesorgt hat, und zwar der Spinosaurus. Auch der Spinosaurus wurde enorm verbessert und hat neue Fähigkeiten erhalten. Zum einen ist der Spino jetzt einfach schon deutlich schneller und wendiger, wenn er auf vier Beinen unterwegs ist. Der Spino hat jetzt allerdings auch die Möglichkeit erhalten, auf zwei Beinen sich fortzubewegen. Und zwar, wenn ihr die rechte Maustaste während der Fortbewegung drückt, könnt ihr zwischen beiden Modi hin und her schalten. Zwischen dem Modus auf zwei Beinen zu laufen, auf den Hinterbeinen, oder zwischen dem Modus auf vier Beinen zu laufen. Die Fortbewegung auf zwei Beinen hat den Vorteil, dass der Spino sich sehr schnell um sich selbst drehen kann. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie beim Sarko, allerdings ist es mehr so ein sehr schnelles Drehen und keine spontane 180-Grad-Bewegung. Er kann einfach auf beiden Beinen sich um sich selbst drehen. Das kann er nicht, wenn er sich auf vier Beinen fortbewegt. Beim Zähmvorgang bevorzugt der Spino jetzt Prime Fish Meat, und wenn der Spino sich jetzt im Wasser fortbewegt, ist er da nicht nur schneller, nein, er erhält auch einen Buff, der sich sowohl auf den Movement Speed, auf den Bewegungsradius, also wie schneller zum Beispiel eine Kurve drehen kann, auswirkt, auf den Angriffsschaden und auf das Regenerieren von Leben. Gerade die Fortbewegung auf zwei Beinen macht den Spino jetzt zu einer echten Alternative zum Rex. Vorher war das ja immer mehr so lala, weil der Spino ja auch die schwächeren Werte hatte als ein Rex. Doch jetzt, wo er sich auf zwei Beinen fortbewegen kann und die Hände zum Schlagen frei hat, kann er quasi jedes andere Tier ziemlich gut wegboxen, und selbst ein Spino mit nicht ganz so guten Werten kann mit einem Rex jetzt deutlich mithalten, sobald er eben in den zweibeinigen Modus wechselt. Auch die wilden Spinos wechseln übrigens in den zweibeinigen Modus. Diese neuen Fähigkeiten zum Schaden austeilen und zur Fortbewegung machen den Spino jetzt nicht nur allgemein als Rex-Alternative interessant, sondern auch für Bossfights und große Kämpfe im PvP. So ist ein ohnehin schon richtig cooles Tier nochmal eine ganze Ecke cooler geworden. Und das waren sie, die wichtigsten Änderungen zum Dino TLC Update Phase 2. Eine Phase 3 wurde noch nicht angekündigt. Was sagt ihr denn zu den Änderungen, die hier jetzt vorgenommen wurden? Findet ihr die gut, findet ihr die schlecht? Schreibt's mir in die Kommentare. Es wäre auch nett, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Ark Survive the Wolf. Bis dann, ciao, ciao!